Moin, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter und ja, der Bitcoin erholt sich so ganz langsam ein wenig und ja, pendelt sich so in Bereichen 37.000 bis 38.000 Dollar gerade so ein, die letzten Tage, so übers Wochenende. Denke mal, hier fing das Wochenende an. Ein bisschen besser geworden ist es. Zwischenzeitlich war es auch schon mal kurzfristig gut. Hier waren wir so am 20. Januar, glaube ich, ne, genau. Da war es noch bei über 43.000 Dollar. Also da hat der Bitcoin noch ein bisschen aufzuholen. News gibt's nicht wirklich viel. Es wird immer noch über Bitcoin Einschränkungen oder Regulierungen in Russland und Amerika diskutiert, aber da gibt's auch kein wirklich neues, was man jetzt sagen könnte, da wird bald was eingeführt, das ist alles noch in Arbeit. Ja, der Preis liegt jetzt bei 38.586 Dollar. Ja, genau, das ist ein bisschen besser als in meinem letzten Video, denke ich. Und ja, wenn der Bitcoin sich bei 38.000 Dollar jetzt fängt und vielleicht noch ein bisschen höher wandert, kann man gut, ja, glücklich sein, denke ich damit. Wenn es noch weiter runter geht, ist es nicht so schön. Da ja der Bitcoin bei seinem letzten Allzeithoch schon über 60.000 Dollar hatte. Ich denke mal, wenn es noch weiter runter geht, unter 30.000 Dollar zum Beispiel, das wäre wirklich nicht so besonders toll. Aber man muss mit allem rechnen. Passieren könnte das natürlich. Gehen wir weiter zum Preis. In Euro sind das 34.636. Damit ist das jetzt ein Minus von 0,7% in den letzten 24 Stunden. Aber immerhin ein Plus von 4,1% auf die letzten 7 Tage. Also, wie wir ja schon gesehen haben, vorhin in der Kurve, der Bitcoin erholt sich langsam. Und ja, auf den Monat sind wir aber immer noch minus 18,4%. Das ist also alles in allem leider noch nicht so besonders toll. Ich hoffe einfach mal, dass es sich weiter positiv entwickeln wird. Aber was genau passiert, ja, das steht nach wie vor in den Sternen. Und ja, ich wünsche dir damit einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.